Willkommen zurück in unserem Crysis 3 Display, Part 3. Und wir sind immer noch nicht fertig mit der ersten Mission. Und ich weiß eigentlich immer noch nicht so genau, worum es eigentlich hier geht. Nein. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Dann. Energie auf Tanke. Ach, kann ich den einfach hacken? Boah. Aber das wäre viel cooler gewesen, wenn ich das vorher gemacht hätte. Ja, ich hab versagt. Vorsicht! Oh mein Gott! Aktiviert die Schütze! Du kannst sie hacken! Und ich bin wieder der Arsch! Also umhauen ist nicht so, bemerk dich, wenn du zu nah dran bist. Unfassbar. Komm schon. Reicht. Steven, öffne dich. Yay. Stoßen wir zu meinen Leuten. Du hast neuerdings Leute. Wollte ich gerade fragen. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Leute mit Nanofuels sind Teamplayer. Das wissen wir ja alle. Dass du mir ein paar Antworten gibst. Ja, ich erinnere mich. Ja. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Ja. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Wie willst du das denn machen? Willkommen in New York. Version 2.0. Was haben Sie getan? Schick. Vielleicht geil. Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Safe-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Safe hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Vertrau den Propheten. Sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Darf ich da runterspringen? Darf ich? Nein? Na, schade. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Safe-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit.
Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell, aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Okay. Enter. Ja, dann wollen wir weitermachen. New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Ja, ohne Rüstung bist du nichts, ne? Ach, scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? System gestört. Wie? Nein. Verlieren jetzt alle unsere Kräfte, wie in jedem... Das an. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Okay, wenn du es sagst, Chef. Komische Dinge, die man freischalten kann. Sensor, hohe Gewalt, Stärke. Stärke? Nee, das ist alles komplett durchgemischt, ne? Was? Also ich kann mir jetzt 4 aussuchen. Verstehe. Super Tarnung, 50% schnellere Tarnung und Scannerresistenz. Feine Spuren markiert. Gut. Kugelanschlag, Dämpfung, 50 schnellere Zurückwerfen, Erholung. Das ist auch sehr geil. Haben wir noch. Zeig feindliche Leuchtspuren an, markieren fahren. Auch cool. Ah. Das ist cool für den Bogen. Schneller zielen? Naja, doch nicht. Kann er mit Bedrohungsdetektor? Erweiterte Tarndauer. Kann ich das gehen? Ja, auch geil. Was haben wir noch da? Waffenhandling. Superstärke, bla, erste Hilfe. Ja. Ja, Tarnung, auf jeden Fall. Schere Panzerung, Panzerung ist so kein Vertrauen. Vertikalität! 50 schneller beim Greifen von Kanten, 50 weniger Energie für Megasprünge, bla bla bla. Leichtere Panzerung. Hm. Vollständige Tarnung, mal tankt das. Ja! Bin ich hier voll. Sneaky, Person. Ja. Freischalten. Ja, ich hab das jetzt richtig verstanden. Ich upgrade jetzt diese 4. Ich upgrade. Achso. Ich dachte schon. Warum kann man das. Was? Das kostet 3? Toll. Das hätte man mir auch irgendwie sagen können. Toll. Ja. Manosuit wird neu gestartet. Ich hoffe, das ist es wert. Naja, hoffe ich auch. Es macht halt diese komischen Geräusche schon wieder, ich glaube es nicht. Da ist geil. Der Liberty Dome. Eine riesige verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Hat sich viel geändert. Ach so. Aber da ist angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilliglager getrieben. Diese Sklaventreiber. Über Kultursektor 1, Delta 6.
Vorsicht! Minenfeld! Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Ja? Achso. Das müsste reichen. Ja. Komm schon. Nanovision aktiviert. Jetzt kommt Taudis. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Ich glaube, wir haben ziemlich Energie, ne? Überprüfe Sektor 1, Delta 7. Ich habe mich schon wieder abhängig von irgendwen. Ja. Brauchst du Hilfe? So geht einfach. Das. Aufpassen! Bist du okay? Hier ist nichts. Da! Todesmal! Wenn's dich sieht, bist du erledigt. Zurück! Komm zurück! Cool! Was sie auch gefunden haben. Gefährlich, aber cool. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig! Kommt schon, traut euch, kommt her! Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig! Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Hey, pass auf, jetzt gleich hat er einen Herzinfarkt. Oh, Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Okay, und so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Vergesst nicht, Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Vergesst nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir machen dann... Da! Sektor 1, Delta 0. Mit, Teil 4, genau. Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was.